Schulregeln, die von Lehrern und Schülern gleichermaßen erarbeitet werden. Was zunächst etwas eigenartig klingen mag, gibt es tatsächlich. Weltweit haben 400 Schulen dieses demokratische System. Auch in Deutschland gibt es sie. Im Freizeitheim in Linden hat es gestern einen Vortrag über diese Schulform gegeben. Clara Begnanek berichtet. Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Das hat schon im 1. Jahrhundert nach Christi der Philosoph Seneca kritisch angemerkt. Aber leider lässt sich dieser Trend auch heute noch in unserem Schulsystem oft wiederfinden. Es wird viel reformiert, aber an den Grundlagen des Schulsystems ändert sich eigentlich nichts. Alle lernen immer zur gleichen Zeit, im gleichen Alter das Gleiche und müssen in diesem Gleichschritt immer vorwärts gehen. Und es wird eigentlich nichts getan, dass die Schüler anfangen können, auf einem eigenen Weg zu lernen, in der eigenen Geschwindigkeit und in der eigenen Reihenfolge. Der Diplomgeologe Robert Welti möchte nun mit dem Projekt Infinita mehr und mehr die demokratische Schulform in Norddeutschland integrieren. Bis jetzt gibt es leider in Deutschland nur 7 solcher Schulen. Da besteht Handlungsbedarf. Vergangenen Dienstag stellte Welti nun im Freizeitheim Linden in Hannover das Konzept für die demokratische Schule Infinita vor, die voraussichtlich im Sommer 2013 in Ahrensburg bei Hamburg für 40 Schüler im Alter von 6 bis 11 Jahren geöffnet werden soll. Aber was ist nun das Besondere an einer demokratischen Schule? Das ist relativ schwer zu definieren, weil es viele verschiedene demokratische Schulen gibt, die alle anders funktionieren. Das liegt zum einen daran, dass es eine Schulversammlung gibt und in dieser Schulversammlung werden die Regeln für so eine demokratische Schule gemeinsam festgelegt. Das heißt, alle Schüler und alle Lehrer sind zusammen in einem Gremium und beschließen zusammen alle Dinge, die in dieser Schule anstehen. Auch über den Unterricht, aber über Projekte, teilweise über Geld, über Lehrer, über alles Mögliche. Und so entstehen an jeder demokratischen Schule ganz verschiedene Formen. Hier soll die Neugier am Lernen nicht verloren gehen. Der Schüler bestimmt selbst, wann, was und wie schnell er lernt. Dabei übernimmt er Verantwortung für sich, aber auch in Gruppenarbeiten für andere. Es gibt keine festen Klassen, sondern es werden einzelne Projekte von Lehrern und Schülern zusammen geplant und durchgeführt. Dabei sollen auch Schüler verschiedener Altersgruppen zusammenarbeiten. Und wer jetzt denkt, das kann doch nur im Chaos enden, der sollte sich mal die Summerhill-Schule in England anschauen. Diese wurde 1968 gegründet und dort funktioniert das Konzept der demokratischen Schule immer noch.